Und wie man sieht, Personal Storage, Ripley, c'est moi. Dann werden wir uns jetzt anziehen. Ziel abgeschlossen, ziehen sich an. Ja, so, schauen wir mal. Verlaine, 1, 2, Samuels, Taylor, Ripley. Ah, wie man sieht, das Kürzel WY steht ja eindeutig für Weyland-Yutani. Verlaine und Connor sind aufgeführt als reguläre Schiffsbesatzung. Was passiert, wenn ich jetzt auf E drücke? Dann habe ich es ausgemacht. Was macht das jetzt für einen Sinn? Keinen. Aha, da oben haben wir noch was. Ach, ist leer. Dann haben wir doch nichts. Hier sind diverse Monitore. An Registrierungspunkten können Sie manuell meine Maus. Ach, was ist das denn? Sieht gerade aus wie so eine prähistorische Form von Wally. So, ah, wir schauen erstmal hier rein. Leer. Leer. Na gut, das sind die regulären Speicherstationen. Die sind halt relativ rar gesät. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, denn ich habe selber ja einmal leicht oder normal gespielt. Ich habe einmal gesehen, dass jemand das auf schwer gespielt hat. Und irgendwie gingen mir ein paar Speicherpunkte ab. Also ich habe den Eindruck, ich mag natürlich falsch liegen, dass je schwerer der Modus ist, umso schwerer sind natürlich die Gegner, klar. Aber auch umso weniger Sachen findet man und schlimmer als das, umso weniger Speicherpunkte hat man. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Ist leer. Ist leer. Schade. Dann greifen wir mal aufs Terminal zu. Okay. LM Link. Privates Terminal. Der Ordner ist privat und da steht knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacores haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland-Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls und, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Lane. Okay, ich komme raus über Q. Alles Klärchenbärchen. Komm, wir speichern direkt nochmal ab. Nur für den Fall das, weil den Mist möchte ich nicht nochmal lesen müssen. Aber ich denke mal nicht, dass irgendwas auch nur passieren könnte in der Zeit, bis wir dann auf der Sevastopol landen. So, dann lass uns mal weiterschauen. Wir kamen von rechts, also gehen wir jetzt nach links. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. Hm? Wohin geht's da? Da lang geht's nirgendwo hin, okay. Das wird wohl irgendwie der Ausstieg sein. Oh, da fehlt. Oder ist das gar nicht dafür gedacht, dass da auch ein Raumanzug deponiert ist? So. Okay. Welche gehen wir? Welche gehen wir? Welche gehen wir? Wir gehen da lang. Ich liebe das. Aha, okay. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ziel abgeschlossen. Sprechen Sie mit Samuels. Ach so, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich das machen sollte. So, das, daran kann ich mich nur gut dran erinnern. Nicht nur aus dem Spiel, sondern auch aus dem Film. Hm. Wie sie Kane mit diesem Facehugger am Kopf hier hineinschoben, um rauszufinden, was dieses Vieh mit ihm anstellt. Ich frage mich gerade, warum die da nicht gesehen haben,
dass der Facehugger ein Ei in ihm abgelegt hat. Naja, so, ansonsten ist hier nichts zu finden. Dann werden wir uns mal dezent verdünnisieren. So, Karte ist tab. Archiv. Logos. Ach, das sind die Logs. Inventar. Logs interessieren mich gar nicht. Personal Log. Ne, da will ich auch nicht hin. Karte. Ach, doch klar, da unten steht das doch. Erkunden Sie die Torrents, erkunden Sie das Schiff, bevor Sie auf Sevastopol ankommen. Ziehen Sie sich an, habe ich erledigt. Sprechen Sie mit Samuels, habe ich erledigt. Sprechen Sie mit Taylor, ist offen. So. Ja, die Karte und ich, wir sind nicht so, weißt du, wir sind nicht so. Aber das werden wir ja wohl auch noch hinkriegen. Okay, hier ist nichts. Okay. So. Rechts. Links. Ah. Da ist sie ja. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Tja, Ziel abgeschlossen. Sprechen Sie mit Taylor. Diese kleine Zicke. Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Nö. Denn hier ist noch ein Terminal. So, der private Ordner. Antwort. Nostromo-Vorfall. An Taylor. Antwort auf Nostromo-Vorfall. Weyland-Yutani-Datei. Bla 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 bla. Hey Taylor. Ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits dort gedient. Was muss ich denn jetzt machen? Oh, hier haben wir nämlich das Problem, dass ich nicht blättern kann. Verdammt. Weil ich die Tasten nämlich, die ich zum Blättern brauche, belegt habe. Mit dem Starten und dem Stoppen der Aufnahme. Verdammt. Na gut. Freigegeben. Passagierliste der Torrents. Raumschiff der Klasse M, Captain Verlaine Diane, bla 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 bla. Hin- und Rücktransport des Weyland-Yutani-Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland-Yutani, Samuels, Ripley, Taylor, Passagiere. La 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 la. Ich glaube, das könnte sich zu einem Problem entwickeln mit den Tasten. Gucken wir mal. Sonst muss ich das irgendwie gleich zwischendurch mal kurz ändern. So, wir sollen, glaube ich, habe ich von da? So, dahin ist dieser komische Raum. Da muss ich hier lang. Ja. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Nein. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht.
ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein, okay? Das liegt, glaube ich, da vorne am Tisch. Ja. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Ablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Ich möchte nur einmal kurz anmerken, weil ich ja ein Klugscheißer bin. Mir persönlich hätte es besser gefallen, wenn man nichts gehört hätte, außer dem Funk und den Geräuschen im eigenen Helm. Denn das wäre realistisch gewesen. Nun gut. Wir sind jetzt an Bord der Sevastopol und es ist nicht unbedingt so gelaufen, wie wir es gerne gehabt hätten. Okay. Nein? Okay, machen wir hier drin gar nichts. Suchen Sie Hilfe. Hilfe! Hilfe! Okay, also erstmal raus hier aus dem. Da. Aus diesem blöden Anzug. So, gut, wir sind raus. Da ist gar kein, doch einer ist drin. Ah, ja, genau. Registrierung.
Erfahrungspunkte manuell speichern, ja. Und zur Not wird man auch vor Feinden in der Nähe gewarnt, auch das weiß ich noch.